Hallo und herzlich willkommen bei Bastuning. Wir werden heute den Kraftstofffilter bei einem Audi A4 B6 erneuern. Und hier ist das gute Stück schon, das ist deiner neue. Und er sitzt hier vor der Hinterachse. Eigentlich ganz simpel. Und zwar sieht das Ganze so aus. Wir haben insgesamt 4 Leitungen, 2 hier, 2 da, einmal vor, einmal Rücklauf. Und diese Clips hier, die sind meistens farbig markiert, einfach nach innen drücken. Moment. So, jetzt fängt es hier leicht an zu knacken. Also es rastet ein und dann könnt ihr die Leitung mit dem Schraubendreher etwas runterdrücken. Am besten stellt ihr euch was drunter, weil definitiv Sprit auslaufen wird. Die erste Kraftstoffleitung. Am leichten fällt es euch, wenn ihr euch euren Schraubendreher nehmt und erstmal die Leitung ein bisschen reindrückt, beziehungsweise den Clip, dass ihr ein bisschen gangbar kriegt. So. Das sind dann alle 4 Leitungen. Merkt euch am besten, wo welche war. Falschmarschließe wäre nicht so geil. Ja, von Fort. Ja, genau. Am besten tropft es mir voll auf die Linse vorne drauf. So, dann können wir diese Schraube hier rausmachen. Diese Schraube dient einfach nur dazu, dass der Kraftstofffilter gehalten wird und nicht wegrutschen kann oder ähnliches. Die lassen wir bis zum Schluss deswegen drin, weil wir sonst ein Problem kriegen beim Schläuche entfernen. So. Dann können wir den hier... auf die Richtung. Das ist nicht so angenehm. So. Den alten Filter könnt ihr dann abtropfen lassen. Dann nehmt ihr euch den neuen. Der neue ist immer mit einer Durchflussrichtung markiert. Das heißt, der Pfeil muss immer in Fahrtrichtung zeigen. Und genau, dann können wir hier diese Schutznippel abziehen. Das sind insgesamt 4 Stück. So, die Durchflussrichtung zeigt nach hier. Passt auf, dass alle Leitungen da war ja so drin. Ja, so war der. Da könnt ihr wieder die Schraube reinmachen. Das erleichtert euch einiges, wenn ihr das Ganze dann mit den Schläuchen drauf schiebt, dass sich der Kraftstofffilter nicht mehr bewegen kann. Können wir die Schläuche alle wieder drauf machen, das heißt, wir brauchen sie eigentlich nur drauf schieben und dann klicken sie ein. Nummer 1, 2 und die beiden hier drüben noch. So, dann kontrolliert ihr nochmal, ob alle Schläuche sitzen. Einfach mal kurz dran wackeln. So, die sitzen alle. Dann können wir das Fahrzeug runterlassen wieder. Beziehungsweise, wenn bei euch eine Verkleidung hier war, müsst ihr die natürlich wieder drauf machen. Und dann lassen wir das Fahrzeug einfach runter. Das werden wir gleich machen und werden ein paar Mal die Zündung anmachen. Dann fängt die Pumpe an zu pumpen. Pumpt dann den Kraftstoff wieder bis vor. Also wir haben jetzt den Kraftstofffilter gewechselt. Der ist leer und den müssen wir jetzt irgendwie wieder voll kriegen. Und dann einfach Zündung an, pumpt die Kraftstoffpumpe, pumpt aber nur immer 2-3 Sekunden. Also Zündung an, 3 Sekunden warten, Zündung aus, Zündung an. Das 3-4 Mal und dann sollte der Kraftstofffilter voll sein. Und hält es aus.
Schauen wir mal. Weitere Tutorials findet ihr in der Videobeschreibung. Genau. Wir hoffen, unser Video konnte dir weiterhelfen. Falls ja, lass gerne eine positive Bewertung oder eventuell sogar ein Abo da, falls du nichts mehr verpassen möchtest. Weitere Tutorials findest du auf dem Channel von uns oder in der Videobeschreibung. Falls wir ein Thema noch nicht behandelt haben, was du suchst, sag es uns bitte, schreib es in die Kommentare. Wir werden es so schnell wie möglich drehen und hochladen. Ansonsten fahrt tief und haut rein. Daniel, was? Wo findet man weitere Tutorials? In der Videobeschreibung!